Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Video Klettern und Ernährung. Heute geht es um die Psyche. Darmbakterien wirken nicht nur auf unser Immunsystem, sondern auch auf unser Nervensystem. Probiotische Kombinationen aus Milchsäurebakterien haben sich als sehr nützlich herausgestellt. Sie wirken angstbefreiend und stimmungsaufhellend. Außerdem sind sie, im Vergleich zu anderen Darmbakterien, einfach im Labor zu züchten. Und sie können mit Sauerstoff gut überleben. Doch mit den Milchsäurebakterien gibt es einige Probleme. Viele Bakterien überleben die Magensäure nicht und gelangen gar nicht erst in den Darm. Es sind zu wenige Bakterien im Joghurt und sie können sich im Darm nicht ansiedeln. Es fehlt ihnen auch gezielte Nahrung, um sich zu vermehren. Doch es gibt vielversprechende Lösungsansätze. Für eine bessere Darmflora forscht man an Stuhltransplantationen in Kapseln. Doch hier ist noch viel Forschung nötig und rechtliche und ethische Fragen müssen geklärt werden. Milchsäurebakterien findet man zum Beispiel in Joghurt, Kefir, Buttermilch und Sauerkraut. Bakteriennahrung ist unter anderem in Ballaststoffen enthalten. Auf der Grundlage von Tryptophan wird Serotonin und Melatonin gebildet. Beides wirkt stimmungsaufhellend. Omega-3-Fettsäuren sind wichtig für die Hormonproduktion und Vitamin B, besonders das Vitamin B12, unterstützt das Nervensystem.